Ja, mein Name ist Heiner Just, ich bin Vorsitzender vom Imkerverein Trittau und wir machen jedes Jahr im Sommer einmal ein Schauschleudern hier im Dorfmuseum Heusdorf. Das führen wir jetzt seit fast 20 Jahren regelmäßig durch. Ich werde nachher die Honigwaben entnehmen, wir haben hier ein Volk stehen. Ich werde die Honigwaben entnehmen, die Bienen abfegen. Und dann werden wir den Honig in der Remise schleudern, durch Sieb gießen und verkaufen. Eins möchte ich heute dazu sagen, wir haben heute so blöde Gewitterluft. Die Bienen sind heute ein bisschen unruhiger. Also wenn die Kids vielleicht 2 Meter zurück, Sicherheitsabstand. Ich habe vorsichtshalber eine Zwiebel mit, für alle Fälle. Also garantieren kann ich für nichts. Aber mich hat heute Morgen auch noch keine gestochen. Sie sind ein bisschen unruhiger heute. Und meine Arbeiten an den Bienen mache ich alle so wie ich hier stehe. Ich habe jetzt hier ein Volk, einen Ableger gebildet heute Morgen. Und dem habe ich eine ganze Honigtage oben drauf gestellt. So, und so wie jetzt, wenn die da oben drauf sitzen, dann treibe ich sie mit Rauch ein bisschen weg. Ja, das ist Rauch. Das ist Rauch, ja. So. Die Waben sind alle schön verklebt und komplett verdeckelt. So Mädels, lass das mal. Nee, das wir wollen ja nachher. Beim Schleudern will ich ja keine Bienen damit drin haben. Die wollen hier in die Kiste, in ihrem Zuhause bleiben. Alles wunderbar verdeckelt. Dieses Jahr war der Honig, alles was ich bis jetzt geschleudert habe, unter 16% Feuchtwasser. Und bis 18 darf er haben. Also er wird eigentlich wahrscheinlich viel zu trocken. Und wenn diese Waben so verdeckelt sind, dann kommt ja auch keine Feuchtigkeit mehr zu. Ne? Also rein Raps oder sowas, das ist schwierig, ist ganz schwierig. Ne? Also ganz rein, um wirklich rein Raps zu kriegen, dann muss ich nach Ostdeutschland oder so oder nach wegkommen, wo dann weit und breit nichts anderes ist. Ne? Aber hier haben wir haben die Pferdewiesen und parallel das Obst ist da mit drin, der Löwenzahn, der Weißdorn, das hat alle, und der Raps, es hat alles parallel geblüht. Und ja, eine Störung. Ne? Und die Bienen interessiert das auch nicht. Die tragen, kommt, also was reinkommt, kommt rein. Wir machen Reinzucht auf der Hamburger Hallig in der Nordsee. Also da wird eine gezielte Anpaarung vorgenommen. Alles mit gekürten Völkern. Just, es gibt noch Honigwaben, wo man sagt, aufgrund der Zusammenstellung dann. Komm. Hier ist ein kleines Loch, da ist das Flugloch. Aber so wie die Waben sind mit dem Honig, wenn die verdeckelt sind, dann kriege ich keinen Honig raus, dann wird das nicht. Jetzt kommt die schweißtreibende Arbeit des Imkers, das Entdecken. Hier gibt es eine schöne breite Gabel, Entdeckelungsgabel, und damit werden die Deckel abgehoben.
Der Honig hat ja jetzt auch die Temperatur immer noch, weil wir ihn ja direkt rausgenommen haben, von, ich denke mal so an die 30 Grad ist da oben. 35 Grad ist Bruttemperatur unten in der, im Brutraum zwischen den Waben. Da wird nichts weggeworfen. Nein, das kann man dann verwenden, das ist sauberes Wachs. Kann man für Kerzen nehmen, das kann man für alles Mögliche machen. Die Königin legt jetzt während der Rapstracht bis zu 2500 Eier am Tag. Aber am Tag. Heute bei der Volksgröße, die wir haben mit diesen großen Beuten, maximal 2 Jahre, als dass die Leistung bringt. Ne? Eine Zuchtkönigin, von der ich dann nochmal wieder eine nächste Generation, die kann schon mal 3 Jahre oder auch mal 4 Jahre halten, aber dann muss ich sie auch auf einem ganz kleinen Volk halten, dass sie sich nicht so verausgaben kann in Bezug auf Eier, auf Eilagen. Ich habe auch im letzten Jahr eine Anpaarung gehabt. Ich habe 3 Anpaarungen gehabt im letzten Jahr, also verschiedene Geschwisterlinien. Und eine Anpaarung, die passt, ja, die haben keine 30 Pfund Honig gebracht. Alle 5 Schwestern, ja. Ja. Die haben keine 30 Pfund Honig gebracht. Die anderen waren alle weit darüber. Ja, der Honig ist schon sehr zähflüssig. Erhitzt wird eigentlich gar kein Honig. Er wird nur wieder, wenn vorsichtig, wieder erwärmt auf 35, 38 Grad, damit er, wenn er fest geworden ist, dass man ihn wieder bewegen kann. Ne? Vorsicht. So, mal gucken. Ja, das ist. So, das machen wir auf. Immer schön unterhalten. Ja. Möchtest du auch? Also da bleibt er 2-3 Tage stehen. Und dann wird er oben einmal abgeschäumt. Weil dann so ganz, ganz mini Wachsteilchen, die auch mit durch die Siebe gelaufen sind, die schwimmen dann auf und die kann man dann oben abseihen. Abschäumen. Ja, ja. Dann wünsche ich viel Spaß und genießen Sie den Honig.